Was macht denn der Spaten hier? Damit hat mein Vater auf sie eingeschlagen. Was? Stimmt das? Ich weiß wirklich nicht, was noch passiert wäre, wenn Axel nicht gewesen wäre. Mama, ist ja gut. Es ist ja vorbei. Ich bleib bei dir. Schau, dass dir nichts passiert. Das verspreche ich dir. Hat der Mann das schon öfter gemacht? Mein Mann ist Berufssoldat und außerhalb der Stadt in der Kaserne stationiert. Er kommt nur an den Wochenenden nach Hause. Und den ganzen Frust, der sich dann unter der Woche... Diesen ganzen Frust, den lässt er dann hier raus. Wenn er hier ist, dann betrinkt er sich. Und dann schlägt er immer ordentlich zu. KF, bitte kommen. KF braucht Verstärkung. Die Kommissare Rietz und Naseband haben Feierabend. Ja? Da sind wir auch schon. Wie? Der Schuppen? Ist ja wohl ein Witz, oder? Was denn? Da kriegt man super Steak, ein gepflegtes Bier und man kann Billard spielen. Ach, super, du weißt ganz genau, dass ich immer verliere. Was soll denn das? Streck dich halt mal ein bisschen an. Ich hab vielleicht Feierabend. Oh, können wir vielleicht bitte einmal das machen, was ich möchte? Genau, du kriegst ja sonst nie deinen Willen, oder? Weißt du was? Nächstes Mal gehe ich direkt mit Gerrit los. Kommst du jetzt mit rein oder bleibst du hier draußen? Echt. Du, Entschuldigung, bringst mir noch eins, bitte? Ja, danke. Ist doch okay, wenn du gleich fährst, oder? Ja, klar, gerne. Michael, ich hab echt keinen Bock mehr. Ich hab jetzt dreimal verloren, was soll denn das? Stell dich so an, man kann halt nicht immer gewinnen. Ja, sag der Richtige. Na, hübsche Frau, wie wär's mit dem Gläschen Shampoos? Nee, danke. Komm, ey. Hey, denn die Pfoten weg, Junge. Komm, tanz ab, Mann. Michael, das schaffe ich auch noch gerade alleine. Ja, entschuldige, was ich dir helfen wollte. Ja, mir reicht's jetzt echt. Ich gehe jetzt zur Toilette und dann hau ich ab mit dem Dienstwagen. Dann kannst du mit dem Taxi fahren. Ja, ja. Alter Zick. Ich hab grad mitbekommen, wie der Typ dich angemacht hat. Der ist echt übel. Ja. Saufen, obwohl man es nicht vertragen kann. Mhm. Gibt's ja immer wieder. Aber der wird dich nicht mehr belästigen. Der kriegt heute Abend nichts mehr. Ja, aber so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Nee, kein Problem. Wirklich im Ernst. Der fliegt eh bald raus, weil wir haben andauernd Ärger mit ihm, wenn er betrunken ist. Mhm. Hey, sag mal, geht's noch oder was? Ja, aber tickst du noch ganz sauber oder was? Hey, 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 ganz ruhig. Hier wird nicht geprügelt. Ja, sag ihm das mal. Was du jetzt wieder? Bist du jetzt zu weit gegangen? Komm, diesmal ist. Komm, raus! Was ist denn hier los? Hast du dich geprügelt? Ich? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Dieser Vollidiot tickt mir auf die Schulter, ich drehe mich um und krieg eins auf das Auge. Du wirst ein schönes Feuerchen kriegen. Ja, super. Ey, Leute, sorry, tut mir echt leid. Das passiert normal nicht, sorry. Ey. Hast du wirklich die Nase voll? Ich gehe nach Hause, echt. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus, okay? Ja, was guckst du denn immer so? Tut sehr weh. Ja, ich werde es überleben. Ich hab dir gleich gesagt, dass wir nicht in diesen Schuppen gehen sollen. Wer nicht hören will, muss fühlen, Michael. Ja, Mutti. Hier rechts. Was ist denn mit dem los? Komm, fragen wir mal. Alles okay mit Ihnen? Geht's Ihnen gut? Wir sind von der Polizei. Wie heißen Sie denn? Werner. Werner Holzapfel. Und wo wohnen Sie, Holzapfel? Hier in der Nähe? Gleich da drüben. Ja, kommen Sie. Kommen Sie, wir bringen Nein. Sie nach Hause. Ich weiß nicht. Meine Frau, die hat versucht, mich umzubringen. Du Arschloch! Du blödes Arschloch, bist schon wieder auf einmal losgegangen! Seh dir an, was du getan hast! Hey, Kripo, komm. Pass auf, was du sagst sonst. Wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder, ja? Hinsetzen. Wir sind von der Kripo. Mein Name ist Rietz, mein Kollege Naseband. Was ist denn hier passiert? Sollen wir Ihnen einen Arzt rufen? Nein, danke. Ist wirklich alles in Ordnung. Ist
Horst, es geht mir gut. Ich glaube, wir beide unterhalten uns mal in Ruhe draußen. So mit. Das brauchst du wirklich keine Angst mehr. Ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, Axel. Es ist alles in Ordnung. Ich sag die Wahrheit. Meine Frau, die hat versucht, mich umzubringen. Die ist völlig ausgetickt. Herr Holzapfel, wir kommen hier rein. Ihre Frau sitzt im Wohnzimmer und blutet. Was glauben Sie denn, was wir da denken? Das ist mir scheißegal, was Sie denken. Ich sag die Wahrheit. Aha, okay. Wie soll denn dieser angebliche Mordversuch abgelaufen sein? Ich saß vor der Klotze. Ich habe überhaupt nichts dabei gedacht. Und auf einmal, da kam die Schlampe mit dem Spaten rein. Mit dem Spaten? Ja. Zum Glück habe ich es noch gemerkt, weil sie kam von hinten ran und hat ausgeholt und zog mir eins rüber und ich konnte mich gerade noch wegducken. Und trotzdem, sie hat mich hier erwischt. Hier, können Sie gucken, ich kriege eine total fette Beule. Was macht denn der Spaten hier? Damit hat mein Vater auf sie eingeschlagen. Was? Stimmt das? Ich weiß wirklich nicht, was noch passiert wäre, wenn Axel nicht gewesen wäre. Mama, ist ja gut, es ist ja vorbei. Ich bleib bei dir und schau, dass dir nichts passiert. Das verspreche ich dir. Hat der Mann das schon öfter gemacht? Mein Mann ist Berufssoldat und außerhalb der Stadt in der Kaserne stationiert. Er kommt nur an den Wochenenden nach Hause. Und den ganzen Frust, der sich dann unter der Woche... Diesen ganzen Frust, den lässt er dann hier raus. Wenn er nach Hause kommt, dann besäuft er sich. Dann schlägt er immer ordentlich zu. Ja, dann müssen Sie eine Anzeige erstatten gegen Ihren Mann. Das nützt nichts, glauben Sie mir. Das bringt wirklich nichts. Sie hat ihn doch schon mal angezeigt. Ja, und? Ja, sie hat die Anzeige wieder zurückgezogen. Aber doch nur, weil er versprochen hat, es nie wieder zu tun. Aber ich habe ja gleich gewusst, dass er sich nicht ändern wird. Aber er hatte aufgehört, mich zu verprügeln nach der Anzeige. Mama, das war doch nur für kurze Zeit. Und als du die Anzeige zurückgezogen hast, da ging alles wieder von vorne los. Ganz ehrlich, meine Frau, die leidet an Verfolgungswahn. Die ist total ausgetickt. Naja, jedenfalls macht sie keinen aggressiven Eindruck auf mich. Ich meine, warum sollte sie sie umbringen? Das weiß ich doch nicht. Mensch! Vielleicht ist sie scharf auf meine Lebensversicherung. Oder hat einen Liebhaber, mit dem sie durchbrennen will. Wie kommen Sie denn darauf? Mensch, die ganze Woche bin ich weg. Ich bin nur am Wochenende hier. Und was weiß ich, was sie die ganze Woche treibt? Zuzutrauen, ist der doch alles. Also, mein Holzapfel, haben Sie Alkohol getrunken? Viel? Ich riech's nämlich. Mann, ein paar Bierchen vielleicht. Es ist Wochenende. Ist das verboten oder was? Was soll das? Was sollen diese ganzen Fragen? Gehen Sie doch mal rüber ins Wohnzimmer und nehmen Sie mal die Schlampe in die Zange. Also erstmal werden wir jetzt mal ein bisschen ruhiger. Und zum Zweiten, ich stelle Ihnen die Fragen, damit ich herausfinde, was hier passiert ist. Wieso? Das ist mein Job. Wieso? Ich werde hier wie ein Verbrecher behandelt. Meine Frau, die ist total verrückt. Der wird was erzählen. Sie werden gar nicht. Sie bleiben schön hier. Sie sind alkoholisiert, Sie sind aggressiv. Und zum Schutz Ihrer Frau fahren Sie mit uns mit. Ja, wir werden Ihre Fingerabdrücke mit den Spuren auf dem Spaten abgleichen. Ja und? Was soll das bringen? Sie werden auf jeden Fall meine Fingerabdrücke finden. Weil das ist immerhin mein Spaten. Ja, das wissen wir ja auch. Verdammt nochmal. Das ist nicht zu glauben. Meine Frau, die bringt mich fast um und ich werde hier verdächtigt? Das kann doch wohl gar nicht sein. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Und dafür bezahle ich noch Steuern? Ganz ruhig. Das ist Ihre Geschichte. Die Version, die wir von Ihrer Frau und Ihrem Sohn haben, die klingt völlig anders. Außerdem, Fakt ist, sind aktenkundig. Sie haben Ihre Frau bereits mehrfach geschlagen. Und was soll das eigentlich? Das Verfahren ist längst eingestellt worden. Ich bin unschuldig. Naja. Gut, und bis das geklärt ist, ob Sie wirklich unschuldig sind, sollten Sie sich von Ihrer Frau fernhalten. Was? Ja. Verdammt nochmal, das kann doch gar nicht wahr sein! Schön sitzen bleiben, mein Freund, ja? Was soll das überhaupt? Hätten Sie mich bloß nicht angesprochen auf der Straße? Ja. Ganz ruhig bleiben. Verdammt. Ich habe nichts getan. Oh, wirklich. Geht's Ihnen gut? Ich habe so verdammte Kopfschmerzen. Verdammt, es dreht sich alles. Mir wird schwarz. Hey! Hey! Schnell, wir brauchen Arzt, Ingo.